Aktionen zu, die man sich erhofft hat hier nach dem verlorenen Spiel in Aachen. Ja, ich glaube, das haben sie auch gebraucht. Sie haben auch gebraucht, nicht, dass sie zurückliegen, aber dass sie es geschafft haben, diesen Satz noch zu drehen. Dass sie das noch geschafft haben, kurz vor Zieleinlauf den Satz für sich mit nach Hause zu bringen. Und das gab neues Selbstvertrauen. Und man sieht, sie spielen ja jetzt auch ganz wieder mit einer ganz anderen Körpersprache. Sie wollen auch gewinnen, 3-0, habe ich das Gefühl. Und sie sind auf einem guten Weg. So. Janine Völker, den Ball gut geholt, wo der Block nicht stand. Und das war hervorragend. Julia Retzlaff, die Linie lang. Genau, alle haben sie jetzt gedacht, dass es diagonal kommt. Aber sie hat allen Leuten mal ein Schnippchen geschlagen und hat ihn an die Linie platziert. Und er war drinne, 17-9. Ja, viel besser kann man ihn nicht machen. Janine Völker mit der Angabe zu weit. 17-10. Sandra Edlinger. Und er war drauf. Und damit der Punkt für Sandhofen. Das kann sie selber nicht ganz fassen. 17-11. Ja, ich hab. Und Julia Retzlaff wieder überlegt, gespielt über den Block. Ja, sehr. Sie beobachtet, was muss ich tun? Nicht einfach wahllos irgendwo reinzuklopfen, den Ball zu dreschen, sondern mit Überlegung und mit Können den nächsten Punkt geholt. 18-11. Anderes kann ich dazu nicht sagen. Anja Brandt. Oh, der hätte zu weit gehen können. Sandhofen geht trotzdem zum Ball. Retzlaff die Linie lang und der Ball war am Aus. Diesmal hat es nicht geklappt bei der Janine Völker. Julia Retzlaff, die verwechsel ich immer die beiden. Aber gut, das gibt bestimmt Schlimmeres. 18-12 steht's. Es ist noch alles drin. Angabe durch Kovarova und Nadja Schaus. Da genau, nur da kommt der Ball durch zum Punkt. Ja genau, da hat sie genau gesehen, da ist die Lücke und da muss ich durch. Und das macht sie auch 19-12. Sini Sanke jetzt mit den gefürchteten Sprungaufgaben. Gewonnen, das Blockduell von Nadine Schaus. Oh, klasse gelegt von Retzlaff. Wieder mit Übersicht die Retzlaff, die Julia und Punkt zum 20-12. Denise Hanke wieder bei der Angabe. Ins Netz. Ja, wie gesagt, das passiert ins Netz. Punkt für Sandhofen, 20-13. Es schlicht auf die Holländerin auf Seiten der Gäste mit der Nummer 7, Jelena Neve. Und das ist die nächste Angabe, die da schlägt sie die Hände vom Kopf. Da ist sie selbst ein bisschen für sich und wer sich selbst empört. Wie kann ich sowas machen? Der ging ja nun mal gerade. Auch nicht mit hoher Geschwindigkeit ins Aus und Aufgabe jetzt für Julia Retzlaff. Oh, ja, den Ball kriegen sie nicht mehr, da steht die eigene Bank im Weg. Punkt für Sandhofen. Lina Meyer.
Und jetzt sieht man, macht sich Maya Parale bereit. Ja, die Maya, die war verletzt und die kriegt dann immer noch ihre Spielanteile, glaube ich, zum Schluss eines Matches. Ja, die Parale an der Hüfte verletzt gewesen. Auf dem Wege der Besserung. Immer wieder mit eigenen Spielanteilen, auch im Europapokal schon gegen Rijeka. Und jetzt ist es Janine Völker, die den Weg findet durch den Block. Ja, die hat jetzt auf alle Fälle im dritten Satz zu ihrem Spiel gefunden. Also das ist sensationell, was sie hier für Punkte rausholt. Und toll, 22-14. Und da geht Janine Völker und Maya Parale. Maya, es ist, glaube ich, wichtig, wieder in den Spielbetrieb, in den Alltag reinzukommen nach ihrer Verletzungspause und immer diese kurzen Einsatzzeiten, die wird der Tore schon nicht umsonst machen, weil wir sind noch am Anfang der Saison und die Spielerinnen haben noch viele, viele Spiele zu absolvieren und da braucht er natürlich jede gesunde Spielerin und ja, und in dem Moment auch noch der Punkt für Schwerin zum 23-14. Es endet sich langsam dieses Match. Es wird spannend gleich hier und richtig laut. Ja, 23-14. Und das Ass von Nadja Schaus und jetzt erhebt sich die Halle hier zum Matchball für den Schweriner SC. Und er sollte mit dem Teufel zugehen, wenn das hier nicht mehr funktioniert. Ja, das ist, glaube ich, kaum unglaublich, aber wie gesagt, man soll nie den Abend vor dem den Morgen vom Abend loben, aber und ist es passiert. Da ist es passiert, Patricia Thormann macht hier den Deckel drauf, 25-14, geht auch der dritte Satz an die Schweriner SC und damit gewinnt der Schweriner SC hier mit 25-15, 25-23, 25-14, das Spiel gegen Sonthofen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal beim Schweriner Spern, dem Sport in Schwerin. Das Jahr 2011 und kann sich natürlich wieder auf Morgen stellen. Und jetzt ist es möglich, am 15.01.2011 und jetzt haben wir auch den Andreas hier, auch nochmal für mich herzliches Willkommen zu den Stimmen nach dem Spiel. Und Andreas Wilhelm natürlich auch zuerst das Wort als Gästetrainer. Tja, die ersten beiden Sätze hart gekämpft. Der zweite Satz ganz knapp verloren, 25-23. Ja, wir wollen deine Stimme hören. Ja, wir sind sehr, sehr schlecht ins Spiel gekommen. Nur beim Schwerin hat sehr viel Druck gemacht. Hat uns überhaupt nicht einkommen lassen. Am Anfang war es sehr, sehr schwer. Im zweiten Satz waren es freundlich, am Anfang etwas locker zügeln zu lassen. Es war durch den Spiel gekommen, aber uns halt wirklich einfach die Stärke der Mannschaft an diesen Satz eben noch gewinnt. Und den dritten Satz haben wir einfach in der Strecke gespielt und wir konnten keinsterweise etwas anrichten. Wir hatten auch ein bisschen Pech, jetzt hier Verletzungspech. Wir konnten überhaupt nicht so spielen wie ich wollte. Und das Ganze war kurz vor dem Spiel passiert. Also das soll nichts mehr dann in der Schwierigkeit hat die Absicht zu bieten wollen und dann stark leisten. Ich weiß, als Trainer nach dem Spiel Rede und Antwort zu stehen, ist vielleicht etwas leichter als eine Spielerin zu fragen. Aber trotzdem möchte ich es nochmal wissen. Was hat dir heute gefallen an deinem Team und wo warst du? Das hat mich heute besonders geärgert. Wir werden dir auch eine Marschroute ausgegeben haben gegen Stabil. Vielleicht darf ich der eine oder andere. Ja, die Marschroute war mit guten Aufschlägen, das Spiel einfach zu erschweren. Das ist jetzt nur teilweise geglückt. Richtig durchgehen, oder das zu viel sein kann ich heute leider nicht. Also es hat einfach kaum was funktioniert. Wir haben jetzt noch zwei Tage harte Arbeit für uns, für unsere Pokalhalbfinale. Okay, wir werden uns da jetzt mal belassen. Andreas bleibt aber noch hier, wir wollen noch die beste Spielerin bei der Teams gehen. Tja, du Alexandersen, heute alles zufrieden in Aachen, da brauchen wir vielleicht nichts mehr zu sagen, stand ja einiges in der Zeitung. Oder sagst du, ich habe meine Mannschaft nochmal zusammengeholt vor den Feiertagen, habe sie wachgerüttelt mit einem Sieg, muss das Jahr beendet werden.
Ja, über das Abendspiel ich bin heute sehr zufrieden, weil gerade sieht, dass wir ein bisschen unseren Rhythmus und Selbstvertrauen kämpfen. Wir haben den ersten Satz gut angefangen und ganz okay gespielt dann, weil Anfang zweiter Satz wie im Aachen nochmal angriffig kommt. Bei fast jedem Satz keine Verlust dabei, aber gut, wir haben das auch gut mitgenommen und auch so viel gespielt zum, zum Schluss zweiter Satz. Und den Satz war ich bei mir von Anfang an. Habe ich gerade eine ganz gute Kontrolle gemacht. So. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit 13-0 heute und es kommt Dresden. So. Ja, Dresden kommt natürlich im Januar. Vielleicht nochmal zu diesem Spiel, wenn wir da gucken, 25-23, das war eigentlich der Satz, da könntest du als Trainer vielleicht nicht zufrieden sein, weil die anderen beiden Sätze waren ja ziemlich klar. Woran hat es auf einmal im zweiten Satz gelegen? Man hat ja eigentlich lange zurückgelegen aus Sicht Schwerin. Und ich habe es auch gesehen, die haben euch immer wieder gewehrt und konnten auch bis 20 alles abwehren. Und dann geht Schwerin ganz kurz vorher in Führung und sag ich mal, klaut Alloy den Satz sozusagen. Das war der Satz, wie gesagt, wir haben es noch angefangen, aber. Letzter Teil war auch gut. So, heute haben die zwei Langsatz wirklich gut gespielt und der Langsatz nicht so gut gespielt. Und wie gesagt, mit 13 Minuten sind wir dann zufrieden. So ist es. Wir haben uns auch hier gerne geschätzt hätte und auch in dieser Zeit viel, viel besser gespielt. So, wie gesagt, stimmt gleich drin. Das war's. Und das war gut so mit einem 13-0 und dann die Jahreswende, dann ist es okay. Danke erstmal auch hier an Torwart Alexander. So, Andreas, aus deiner Sicht für heute die beste Spielerin beim Schwerin SC? Nun, eigentlich müsste ich heute aus meiner Sicht ein Duo diesen Preis geben, Patricia Thomann und Denise Hanke. Nachdem aber einen auswählen muss, würde ich heute den Patricia legen, die uns wieder einfach keine Kanzweise unterführt. Es gibt ja jetzt Medaillen vom Deutschen Volleyballverband. Also, Patricia Thormann, hier beste Spielerin beim Schwerin SC, ist unsere Nummer 7, der Patti. Sie wird ja hoffentlich noch da sein. Sie kommt schon. Und auf der anderen Seite, wollen wir noch warten, bis sie auch hier ist. Und dann kann sie auch den Applaus machen. So, Patricia kommt hier vielleicht nochmal in die Mitte. Und jetzt Tora Alexandersen, die beste Spielerin bei unseren Gästen Albert Sandhofen. Nummer 8, Samuela Ittinger, sehr gut daran gespielt und gut aufstellen. Und sie ist 16 Jahre alt, habe ich auch verstanden, so Nummer 8. Da sagst du nochmal genau, da haben wir es. Die Nummer 8, Sandra Ittinger, Albert Sandhofen mit 16 Jahren. Das ist auch nochmal interessant. Und das ist schön, Sie beide eine Medaille. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ganz neu vom Deutschen Volleyballverband. Einmal in Gold, einmal in Silber. Wir wollen euch beiden noch die Möglichkeit geben, einen Satz zu sagen für den Jahresrückblick oder ins neue Jahr. Auf jeden Fall ein 93 war doch heute wichtig. Ich denke, das war auf jeden Fall wichtig nach dem letzten Spiel. Wir haben heute was gut zu machen und das haben wir denn nicht gemacht. Sicherlich war der zweite Satz nicht ganz so gut, aber man muss sagen, dass wir da super gekämpft haben und ich bin froh, dass wir den einen gewonnen haben. Okay, ganz positiv, sehr Spiel. So, das war Patricia und dann nochmal auf der anderen Seite Sandra Kassel-Bauer. Ja, das soll es gewesen sein. Und wir sagen natürlich Dankeschön in diesem Jahr 2010. Kommen Sie gut ins neue Jahr und besuchen Sie uns dann zum nächsten Heimspiel am 15.01. gegen Stuttgart. Und dem Andreas und seinem Team hier des Albert-Teams Sandhofen wünschen wir eine angenehme Busfahrt. Oder die Fahrt mit Busfahrt, Schneefall, jetzt will ich bleiben. Aber ich denke mal, zu Silvester seid ihr dann zu Hause. Und wir sagen Dankeschön. Alle Sponsoren, alle Förderer, kann ich wieder sehen. Ne? Tore, muss ich sagen. Tore, alle fertig. Gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.